Ja, hallo meine lieben Zuschauer, herzlich willkommen zu einer Runde Battlefield Hardline Beta-Test. Danke, dass ihr eingeschaltet habt und wir spielen Banküberfall. Das heißt, die Räuber müssen einen Tresor knacken und müssen dann das Geld zu einem gewissen Platz bringen. Und wir als Polizisten oder beziehungsweise die Polizisten müssen uns aufhalten, die Räuber. Und dann ist es eine Runde und in der nächsten Runde ist es dann genau andersrum. Dann sind wir die Polizisten. Das ist so ein bisschen wie Rush, Angreifer und Verteidiger. Ich habe eben schon mal eine Runde, wir sind im Moment sind wir Gangster, Alter, was ist denn passiert? Ich habe eben schon mal eine Runde angespielt. Es ist, wie ihr seht, sehr B4-lastig. Das Ganze drumherum hat sich arg verändert. Damit muss ich noch ein bisschen... Mit dem Ganzen drumherum muss ich mich noch ein bisschen beschäftigen, mit den Einteilungen der Soldaten oder der... Das sind schon die Polizisten. Ich habe mich erstmal für Medic entschieden. Ich hänge wieder an der Scheiße, das kann doch nicht wahr sein. Was? Also, das ist vieles anders als B4. Macht aber schon jetzt, wie gesagt, ich habe jetzt schon 2-3 Runden gespielt, macht einen sehr stabilen Eindruck. Na. Ja, ich habe leider noch nichts freigeschaltet. Keine Waffen. Keine Zusatzdinger für die Waffen. Es ist alles so, wie es. Wie es das in der Beta-Testphase gibt. Knackt den Tresor. Ah, ich muss den Nebel rein. Ich sehe gar nichts. Fuck. Nein, 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 nein. Ah, das war klar. Das war dumm. Das war richtig dumm. Ich habe eben eine schöne Runde gehabt. Schade, dass ich das nicht aufgenommen habe. Es war eben meine erste Runde. Die lief gar nicht so schlecht. Also, sobald ich aufnehme. Was? Es spawnst du bist tot. Also wie krass ist das denn? Ah. Reanimation brauche ich 14.000. Okay, sowas wie der Defi. So. Ah, schon wieder gespawnt und tot. Es kann doch nicht wahr sein. Kann doch echt nicht wahr sein. Gut, dann gucken wir mal, was die anderen. Ich habe jetzt natürlich nur Operator so fast übergespielt. Ah, gut, die anderen sind dann immer alle noch okay. Was denn hier? Ah, ich hab Defibrillator. Geil. Ah, fuck. Nützt nur nichts, wenn hinter mir einer steht. Wo kommt der denn rein? Der ist in dem Raum drin. Ja, läuft der gerade nicht so gut. So, dann auf zum Paket. Jetzt nehmen wir wieder den Defibrillator hier mit. Ah, ey, da willst du mal was Gutes tun und wirst sofort wieder gekillt. Ich werde mal alle Spielmodi durchprobieren und werde euch dann mal sagen, ich schieße jetzt für den... Was? Ah, fuck, ey, diese scheiß MP5, die kannst du vergessen, die hat ja überhaupt keinen. Gut, dann gehen wir mal als Enforcer rein. Das ist eine Schrotflinte. Schrotflinten habe ich natürlich nicht so viel Erfahrung, muss ich ganz ehrlich zugeben. Was ist denn das Paket?
Der ist unter mir. Nein! Das kann doch nicht wahr sein. Wie erbärmlich ist denn das? Ich komme mit diesen Maps in verschiedenen Ebenen einfach noch nicht so klar. Ja, nerv mich nicht. Wo muss man lang? Steht das Paket? Ja, wo ist das Paket? Da ist das Paket. Yay, und wir haben auch wieder einen Fallschirm dabei. Dann ist wieder mein typisches Problem, dass ich keinen anvisieren kann. Was hat er getan? Was hat er getan? Alter Schwede. Oh, dieser Techno-Killer, der ist auch echt übel. Ja, du, das Problem ist, du hast jetzt eben auch schon übelst Spieler hier dabei, die haben sich innerhalb von einem Tag auf Level 50 hochgelevelt oder so. Das ist Wahnsinn, wie manche sich hier hochgelevelt haben. Das ist echt übel. Gesehen, da sind Amerikaner dabei, die haben, das Ding ist seit gestern Preload raus, die haben schon... Die haben schon Level 50 oder so, weil sie schon heute Morgen 24 Stunden, also die haben das 24 Stunden durchgezockt oder so. Was ist scheiß Gas? Scheiß Gas, ich sehe gar nichts. Ich sehe gerade gar nichts. Jetzt geht's wieder. Ah, fuck, ey. Ah. Läuft nicht so gut. Gerade. Vor allem muss ich das mal ausschalten. Ich weiß nicht, ob das, wenn mir eingeschaltet ist, dass ich dieses Dauer-Anvisieren habe. Wenn ich mal einmal drauf. Ja, fuck! Rang 4, super. Ja, dass ich dieses Dauer. Aiming, dieses Dauer anvisieren, das finde ich mich bewege, geht das wieder aus. Let's go, boys! Kommt ihr wieder hier raus oder geht er lang? Ihr geht unten lang. Ah, ich glaube, wir haben verloren. Ja, deine Statistik, ein Kills, 11 Verluste. Oh, ist das übel. Oh, ist das übel. Fan hatte ich so 8 zu 4 oder sowas. Oh, sobald ich aufnehme, werde ich wieder schlecht. Ich bin mal eben mal schön die ganzen Ränge. Ja, okay, dann ist es ja kein Problem. Das, kein Wunder, dass die alle so schon weit sind. Gut, aber wir machen nächste Runde. Jetzt kommt nämlich, sind wir als Polizist unterwegs. Kann ich euch mal schnell noch meinen Agenten zeugen. Der nicht angezeigt wird, warum auch immer. Da ist er! Okay. Gut, jetzt sind wir, wie gesagt, Polizist. Wie viel Geld haben wir denn? 5000? Wie viel brauchen wir für den Defibrillator? 14.000. Es fragt, ich würde mich nur mal interessieren, wenn ich das als Polizist kaufe, ob es dann für alle freigeschaltet ist. Optik. Hier gibt es ja nichts zu holen. Lampe. Bildungsbremse. Kurzgriff. Okay, hier ist ja noch nichts freigeschaltet. Gut, dann geht's los, würde ich mal sagen. Nächste Runde, wir sind die Cops. Wir müssen die jetzt aufhalten. Also, ich bin ja sogar. Sogar Squad Leader, stell ich gerade mal fest. Ah.
Keep the breath! Officer down! Medkit for you! Hey, we need throwing incendiary! Got him trapped! Suspect is pinned down! We brought the man! Ah, fuck. Ja, das ist alles noch nicht so, wie ich es gerne hätte. Shit, man down! Officers in the field. Proceed to the secure location. The package is in play. Ah, die Lampe ist scheiße. The suspects have the package and are en route to the drop-off. Ja, ich bin noch ein bisschen orientierungslos hier, wie ihr seht. Keine Ahnung, wo ich hin muss. So nicht, mein Freund. So nicht. Nicht in meiner Schicht. Was ist denn schönes? Ah, nee, ist ja schrecklich, das Gewehr. Not on my watch. Wo sind welche? Ja, hat er wieder gesagt. Ach so, so ist da. Hier, nicht mit der RPG rumballern, mein Freund. Das ist ziemlich assig. Hab ich schon mal gesagt. Das ist richtig assig, sowas. Sind wieder irgendwelche Dachsniper unterwegs. Nein! Mama, ich will nämlich das Ding hier haben. Boah, Papa! Ich hab ein fettes MG. Krieger ist wieder aufgenommen, das ist nicht nett. Komm ich denn hier raus? Da. Medkit over here! Officer down! Jetzt ist er da. Nein. Ja, wenn man einmal so eine gute Welle aufgebaut hat, dann ist das echt geil. Und eine Sniperin drum. Fuck. Das waren zu viele. Fand ich jemand da unten auch mal jetzt geil, wo ich getroffen wurde. Linken Arm. So, halt den Trigger auf. Ey, das ist wieder dieses scheiß Anvisieren. Ah, da unten ist keiner von uns. Sehe ich gerade, stelle ich gerade mal fest. Scheiße. Lief in der letzten Runde wesentlich besser. So nicht, mein Freund. Da oben wird nicht gesnipert. Na, lad doch mal nach. Was war das denn? Kommt der denn her mit dem Sniper? Ja, es backt noch ein bisschen rum. Aber ich glaube, wir haben verloren.
Ja, war klar. Wenn ich, sobald ich aufnehme, verliere ich. Also, das ist doch immer zum Kotzen. Egal, es macht Spaß, auf jeden Fall. Ich muss echt mit dem Spielmodi noch ein bisschen zurechtfinden. Das ist echt schon übel. Gut, so viele Punkte gibt es ja auch gar nicht zu holen, muss ich mal sagen. 1800 für 10 Kills ist echt schon wenig. Gut, aber wenn es euch gefallen hat, schreibt es mal in die Kommentare und wir machen gleich noch eine weitere Folge. Also, bis dann, ciao. Ja, hallo meine lieben Zuschauer, herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge von Banküberfall, der einzelnen Map, die hier gerade ist. Bei Banküberfall gibt es ja nur die eine Map hier. Wir spielen Battlefield Hardline Beta. Muss ich ja nicht groß erklären, seit gestern freigeschaltet. Hat den ganzen Tag auch endlich mal runtergeladen und installiert. Ich will auch mal gleich die anderen Spielmodi durchprobieren. Und wir sind wieder die Bankräuber. Knackt den Tresor. Ups, ich hab eine Granate geworfen. Entschuldigung. Das war nicht so gut. Das war nicht so intelligent. Oh, Scheiße. Entschuldigung. Komm, ich nehme den. Mit. Super. Fuck. Mann. Ich muss mich echt mal ein bisschen mehr auf die Minimap wieder konzentrieren. Alter, die war da so weit weg, die Granate. Warum hat die mich auch erwischt? Aber ich glaube, ich habe in meiner Seite. Nee. Irgendwas ist da unten auch von mir weggesprengt. Hab ich jetzt gar nicht verstanden. Und ich verarsche die Granate mit. Was? Sprengst du Wand dahinter sind so Polizist, wie geht das denn? Der denn jetzt schon wieder her? Also mit diesen verwinkelten Häusern komme ich überhaupt nicht zurecht, bin ich ganz ehrlich. Na gut, es hat ein bisschen was von Metro. Ist ja so locker. First Aid Pack. Kit. Hey, Medkit, ready! I'm fucking pinned! Au! Was soll die Scheiße? Warum ballern die denn hier schon wieder mit RPGs rum? Das ist zum Kotzen. Alter, ich würde ja mal gerne das Ding aufnehmen und würde einfach mal weglaufen. Schützt den Kurier. Ja, was ist denn der Kurier? Was ist hier? Alter. Alter, ich komme hier gar nicht klar gerade auf der Map.
Die rennen erstmal aneinander vorbei. Auch geil. Wow, ey, du spawnst und bist sofort tot. Das kann doch nicht sein. Es ist, Aber man sollte doch wenigstens nach dem Spawn mal so 5 Sekunden Zeit haben, um sich zu orientieren, dass man so einen Killschutz hat. Dass man da vielleicht auch nicht unbedingt töten kann, oder... Ah, nimm nicht mein Defi. Arsch. Ah, es leckt mal wieder am Übel. Es leckt mal wieder. Fällt mir gar nicht. Also der Giftgas. Ich sehe gar nichts. Es war ganz dumm, da reinzulaufen. Tränengas. Was ist das, Police Academy? Okay. Gehen wir hier unten werden. Das ist schön, welche. Sag ich doch. Dass sich unten welche verbarrikadiert haben. Ja, wir schon mit dem RPG, ey, ihr kriegt doch so das Kotzen jedes Mal. Alter, ich krieg doch so das Kotzen, wenn die immer mit RPGs auf die Leute schießen. Also es geht mir schon mit Battlefield 4 immer so auf den Sack. Und manche lernen es einfach nicht. Ah, super. Gespawnt und tot. Also der Modi macht mir nicht so wirklich Lust. Ich werde in der nächsten Folge jetzt mal die anderen Modi durchprobieren. Was sind denn Kugeln? Da bleibt einer vor mir. Nein, das war einer. Killhilfe! Die ganze Zeit nur Killhilfen, ey, das ist so nervig. Ich weiß auch gerade gar nicht, wie es steht. Achso, die Gegner haben noch 14. Wir haben noch 14 Tickets. Die Gegner haben, sind natürlich Verteidiger, die haben natürlich unendlich Tickets. Wir müssen es schaffen. Snipert einer. Alter, ich hab den doch voll erwischt. Ja, Gesundheit 11. Ja, super. Ah, dieser Techno-Killer, ey. Ja, toll. Nee, alle tot. Alle tot. Kosten die 21.000. Okay. Ja, könnten wir uns jetzt schon kaufen, aber das macht ja keinen Sinn. Was, irgendwie haben wieder verloren. Wetten? Ja, sag ich doch. 2 Kills, der Verluste. Alter, wie böse ist das denn? Gut, also ist jetzt nicht so mein Lieblings... Also bis jetzt ist ja der erste Spielmodi, den ich bis jetzt gespielt habe. Banküberfall. Ich werde jetzt nochmal die anderen Spielmodis durchprobieren. Wenn es euch gefallen hat, schreibt es mal in die Kommentare. Und wir sehen uns bei der nächsten Folge. Bis dann, ciao.